Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Einfach lecker kochen mit Tom. Heute ein besonderes Rezeptvideo. Heute gibt es das Wunschrezept einer Zuschauerin, die hat sich Fischfrikadellen gewünscht. Und sie hat bei euer Wunschrezept bei Facebook bei mir sozusagen gewonnen. Es wurde aus etlichen Rezepten was ausgewählt und die meisten Teilnehmer haben halt jetzt die Fischfrikadelle auf Platz 1 gesetzt und ich mache heute Fischfrikadellen in einer ganz besonderen Art und lasst euch einfach überraschen. Ich hoffe, es gefällt auch der lieben Silvia und habt jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich freue mich auf euer Feedback und Däumchen in nördliche Richtung. Euer Tom. Meine Fischfrikadellen setzen sich zusammen aus einer leckeren Melange aus Brötchenkrümeln, Gewürzen und ähnlichen anderen Sachen. Das ist hier. Dann haben wir Kabeljau, Seelachsfilet. Wir haben etwas Schnittlauch, etwas Dill, etwas Lauchzwiebeln, Zitrone. Das Besondere wird sein, ein bisschen Ananas, ein bisschen Sriracha-Soße und ein bisschen Pasta von grüner Currypaste. Mein erster Schritt ist, dass ich Wasser zum Kochen bringe. Das schalte ich dann aus und dann gebe ich unsere Mischung hier hinein und lasse das Ganze verrühren und aufquellen. Ja, und während unsere Frikadellenmasse hier quält, gebe ich schon mal ein paar Ananasstücke in den Mixer, meine Frühlingszwiebeln, den Dill sowie den Schnittlauch, weiterhin eine halbe Zitronensaft. Das Ganze mixen wir jetzt schon mal ein bisschen und anschließend geben wir dann noch einen Spritzer Sriracha-Soße hinzu sowie eine Gabelspitze von meiner grünen Currypaste. Ein klein bisschen Wasser. Und dann nochmal weiter verrühren. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich unser Fisch. Ich habe hier den Kabeljau. Seelachsfilet. Das macht ja der Mixer gleich alles klein. Jetzt geben wir unseren Fischteig zu unserem Teig hinzu und vermengen das Ganze hier natürlich. Ja, und als kleinen Dip habe ich mir so ein bisschen Quark und ein bisschen Dill zusammengepackt. Das mische ich jetzt gleich irgendwo, da haben wir einen kleinen Dip. Und als Beilage gibt es nachher noch Kartoffelsalat. Ein bisschen gutes Olivenöl dazu. Und ein bisschen Kräutersalz. Ja, und mit befeuchteten Händen formen wir dann jetzt mal unsere Buletten oder unsere Frikadellen. Unsere so gefertigten Fischfrikadellen werden wir jetzt gleich in heißem Fett ausbraten. So Mädels und Jungs, hier ist nun meine Fischfrikadelle
Und ich hoffe, es hat euch gefallen mit meinem Rezeptvideo heute, was ein Wunschrezept war von der lieben Silvia. Und ja, ich werde mir jetzt die letzten leckeren Fischbouletten oder Fischfrikadellen mal zu Gemüte führen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt einfach lecker kochen mit Tom. Viel Spaß mit den anderen Videos, euer Tom.